Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Speedbuild. Ich freue mich drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir nun zusammen ein weiteres Apartment einrichten werden. Die neue Erweiterung The Sims 4 Star Wars ist erschienen. Sie ist ab sofort verfügbar für euer Spiel. Und in diesem Apartment dort wird ein Vater mit seinem Sohn einziehen, die ja doch ein bisschen Star Wars begeistert sind. Und ich bin gespannt, was ihr am Ende dazu sagen werdet, ob ihr es gut findet oder eben nicht. In der heutigen Folge werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen auf Star Wars eingehen, auf das, was ich in der Community erlebt habe, mitbekommen habe und wie auch so meine Eindrücke davon sind. Zunächst einmal, es gab eine leichte Veränderung beim Game Changer Programm. Normalerweise ist es ja so, dass wir vorab die Keys bekommen und das Spiel antesten können und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt euch entsprechend diese Inhalte schon präsentieren können im Vorfeld. Diesmal war es alles ein bisschen anders, dadurch, dass es eben nicht nur die Sims ist, sondern eben auch Star Wars, was ja so ein eigener Bereich bei EA ist. Und deswegen war es entsprechend so, dass nur eine bestimmte Auswahl von Gamechangern das Spiel vorab bekommen hat und konnte es eben entsprechend testen. Beispielsweise war ja auch Daniel mit dabei und konnte im Vorfeld schon die Sachen euch zeigen. Wir anderen Gamechanger haben dann jetzt erst auch zum Release das Pack bekommen und deswegen konnte ich auch noch gar nicht so viel erkunden, so viel durchschauen, mich darin einarbeiten und ja, bin frisch hier bei diesem Speedbuild rangegangen und habe mir auch so ein bisschen schon die neuen Objekte angeschaut. Das heißt also, ich kann zu dem Pack selber noch gar nicht so viel sagen, als das, was ihr letztendlich auch alle mitbekommen habt, bei Videos, bei Vorschauberichten etc. Also mehr weiß ich tatsächlich auch noch gar nicht über dieses Pack und deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr zu dem Pack sagt, wie ihr es findet und bin da auch sehr interessiert, mit euch darüber so ein bisschen zu diskutieren in den Kommentaren natürlich, wie eure Meinung zu dem neuen Pack ist. Ich glaube, kein Pack von The Sims 4, wenn nicht sogar von The Sims, wurde so heiß diskutiert wie diese Erweiterung. Das hat natürlich ein paar Gründe. So. Und jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass ich alles richtig auf die Kette bekomme, was ich sagen möchte. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, was ich denn alles sage. Zunächst einmal, die Gameplay-Packs bei The Sims 4 sind so ausgelegt, dass sie ein sehr spezielles Thema in euer Spiel mit reinbringen können. Wir haben es bei The Sims 4 Strangerville gesehen, wir haben es bei den Magie-Pack gesehen, bei den Vampir-Pack. Das sind alles Themen, die nicht wirklich viele interessiert oder nicht die Gesamtheit interessieren. Sie sind sehr speziell und deswegen mögen das eben nicht alle. Es gibt die Leute, die sehr realistisch spielen und deswegen beispielsweise, ja, Magie, Vampire nicht ins Spiel haben möchten und deswegen sich die Packs auch nicht kaufen. Es gibt andere, die beispielsweise dieses Story-basierte von Strangerville nicht mögen und sich deswegen das Spiel auch nicht gekauft haben. Und natürlich gibt es auch viele, die sagen, Star Wars interessiert mich überhaupt nicht und deswegen werde ich mir das Pack auch nicht kaufen. Grundsätzlich hat das neue Pack natürlich seine Berechtigung in dem Sinne als Gameplay-Pack, da die Entwickler so sehr einfach ein sehr spezifisches Thema ins Spiel bringen können. Von daher passt natürlich diese Gameplay-Kategorie doch sehr gut. Ja, aber das Thema an sich, Star Wars. Es ist nicht nur sehr speziell, wie ich schon gesagt habe, sondern es kommt auch zu einer Zeit, wo es sehr viele andere Wünsche der Community gibt, die im Vorfeld eben noch nicht erfüllt wurden. Man muss immer wieder berücksichtigen, dass natürlich diese Wünsche, die immer wieder geäußert werden, sie werden dargestellt als Wünsche der Community. Das stimmt natürlich nicht. Es sind Wünsche eines Teils der Community. Es sind vielleicht die meisten, die sich da wünschen, aber eben nicht alle. Und das muss man auch immer wieder ein Stück weit mit berücksichtigen. Ich beispielsweise brauche keine Pferde, ich brauche keine Autos und ich brauche auch keine neuen Babys. Trotzdem wird natürlich gesagt, das ist das, was sich die komplette Community wünscht. Ist nicht immer hundertprozentig richtig, aber natürlich ist es richtig, dass sich die Community eher ein Bauernhof-Erweiterungspack wünscht als ein Star Wars-Erweiterungspack. In dem Zuge nochmal kurz der Hinweis, diese viel zitierte Umfrage, wo Star Wars auf den letzten Platz gelandet ist. Es ist keine offizielle Umfrage von EA. Es ist eine Umfrage einer Gaming-Webseite, die gesagt hat, hey,
das Jahr ist vorbei. Was steht jetzt demnächst für die Sims 4 an? Wir haben euch mal hier ein paar Vorschläge gemacht. Also votet einfach. Wählt, was ist euer Favorit? Natürlich ist dabei jetzt ausgerechnet Star Wars auf den letzten Platz gekommen. Nichtsdestotrotz ist das eben, wie gesagt, keine offizielle Umfrage von EA. Und die Frage ist eben auch, hat EA diese Umfrage überhaupt mitbekommen? Ich habe gelesen, es sind bei nicht 170.000 Votes gewesen. Das heißt, es repräsentiert natürlich nicht die komplette Community. Nichtsdestotrotz zeigt es, dass Star Wars ein Thema ist, was sehr speziell ist und eben nicht viele anspricht. Das erstmal so vorweg. Auch ich muss sagen, Star Wars ist jetzt nicht unbedingt ein Pack, wo ich sage, oder wo ich Freudensprünge mache, weil ich sage, ich bin selber kein Star Wars Fan. Deswegen ist es für mich Star Wars nicht unbedingt ein Thema, was ich mir gewünscht hätte. Dennoch bin ich natürlich froh für diejenigen, die sagen, ich bin totaler Star Wars Fan und ich mag das Pack total gerne und ich freue mich drauf und ich finde das toll. Weil eben genau das auch Sims ausmacht. Man kann sich auswählen, welche Packs man möchte oder nicht. Und man muss eben auch für alle Bereiche ein bisschen was bieten. Das hat Lindsay Pearson auch gesagt, SimGuru Lindsay ist ja die General Managerin von The Sims 4 oder von The Sims. Sie hat eben gesagt, wir müssen auch an alle denken. Nicht jeder spielt. Es gibt keinen universellen Spieler, weil es so viele verschiedene Arten zu spielen gibt. Es gibt diejenigen wie ich beispielsweise, die das Spiel eher als Architekten benutzen. Es gibt dann diejenigen, die das als Storytelling machen. Es gibt diejenigen, die sehr gerne einfach nur große Familien spielen, also so eine Legacy-Challenge mäßig machen. Und für alle muss eben entsprechend was geboten werden. Und somit hat es auch die Berechtigung, dass man jetzt auch eben was für die Storyteller vielleicht macht. Dass man eben Star Wars mit ins Spiel holt. Also es müssen alle Bereiche ein bisschen abgedeckt werden. Und deswegen hat auch eben ja, Star Wars die Berechtigung und natürlich auch beispielsweise Vampire oder die Magieerweiterung. Jemand, der sagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der Magie-Fan, der kauft sich das dann eben nicht. Aber es gibt welche, die sind tatsächlich super Magie-Fans und freuen sich wie Bolle darüber, dass das Spiel erschienen ist. Von daher kann man eben nicht sagen, es gibt nur diesen einen Typ von Spieler, weil das gibt es eben nicht. Genau. Was ich nochmal kurz ansprechen möchte, ist die Art und Weise, wie in der Community tatsächlich umgegangen wurde mit der Veröffentlichung von Star Wars und auch mit Kommentaren. Ich habe wirklich Kommentare gelesen, die gehen tatsächlich unter die Gürtellinie. Und auch nachdem SimGuru Lindsay gesagt hat, hey, ich habe das ausgesucht, ich habe gesagt, wir möchten gerne Star Wars machen, wurde dann nach der Kündigung von Lindsay gerufen. Was ich persönlich absolut abwegig finde und absolut, das geht nicht. Also da bin ich auch relativ fest in meiner Meinung. Man kann seine Meinung offen kundtun, man kann sagen, ich mag das nicht, ich finde das nicht toll, aus den und den und den Gründen. Aber zu sagen, alles ist scheiße und lasst uns SimGuru Lindsay, lasst uns die Entwickler feuern, das bringt niemanden etwas. Weil gerade ich habe SimGuru Lindsay persönlich mal kennengelernt, sie ist eine super nette Person. Sie liebt Sims und will natürlich nur das Beste dafür. Sicherlich nicht jedes Pack spricht jeden an. Das muss man eben auch berücksichtigen. Aber wirklich unter der Gürtellinie zu kommentieren, finde ich, geht in keinster Weise, in jedem Bereich des Lebens geht das nicht. Man muss sachlich bleiben, diskutieren und auch entsprechend vernünftig argumentieren. Und nur so kann es eben entsprechend besser vorwärts gehen. Dass natürlich die Community irgendwann ein bisschen ungehalten wird, ja, okay, kann man jetzt verstehen. Nur das rechtfertigt nicht, die Entwickler teilweise auch zu beleidigen. Das nur so dazu, wie einfach auch in der Community teilweise umgegangen wurde miteinander. Ich weiß, die Gemüter sind erhitzt, keine Frage, ist ja auch okay, aber man kann trotzdem sachlich und vernünftig argumentieren und diskutieren, weil anders bringt es eben alles nichts. Gut, das soweit dazu. Ich muss das ein bisschen im Kopf, meine ganzen Gedankengänge ein bisschen strukturieren. Wie gesagt, das Pack ist nicht das, was sich gewünscht wurde. Es ist eben missionenbasiert. Die neue Welt Batuu ist eine Reisewelt. Das heißt, ihr müsst am Telefon auswählen, hey, ich möchte nach Batuu reisen. Ähnlich wie bei Salvador Dorada oder Granite Falls. Es gibt dann dort drei Grundstücke, wo eure Sims sich aufhalten können. Die können auch tatsächlich bearbeitet werden. Das wurde auch schon gesagt. Also
Ihr könnt da so ein bisschen euren eigenen Stil, eigenen Einfluss mit reinbringen. Und dann gilt es darum, bei einer der drei Fraktionen ja, Ruf aufzubauen und durch Missionen das Ganze zu erfüllen. Man kann dann die spezielle Charaktere treffen, man kann sich kleinere Objekte freischalten und so die Mission erleben. Das kann sehr spannend sein. Ich habe auch schon wirklich von Simmern gehört, die gesagt haben, anfangs war ich nicht so begeistert davon, weil ich das gar nicht so toll fand. Aber jetzt, wenn ich das Ganze mal eine Chance gegeben habe, machen diese Missionen auch tatsächlich Spaß. Und es ist toll, in der Welt zu arbeiten, zu leben. Und es hat einen dann doch positiv überrascht. Also auch das kann tatsächlich passieren. Ich selber kann jetzt momentan nur zu den Objekten was sagen und zum Cast. Und ich muss sagen, natürlich für das, was gemacht wurde, für das, wofür es steht, für Star Wars, ist es wirklich perfekt. Also wir haben tolle Objekte bekommen, auch ein paar Objekte, die man tatsächlich im normalen Alltag hier verwenden kann. Es gibt beispielsweise, ihr habt es schon gesehen beim Fernseher, die Blumen beispielsweise oder diese ganzen kleinen Sammelobjekte oder also diese kleinen Dekofiguren, die man sich hinstellen kann. Die sind natürlich zu verwenden und es gibt auch im Debug-Menü einige Sachen, beispielsweise Ruinenstücke, Bäume, die man auch im normalen, ich sage mal, normalen Sims-Alltag verwenden kann. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Objekte auf Star Wars ausgelegt. Ich meine, klar, das ist die Erweiterung, ne? Wir müssen ja auch Batuu irgendwie standesgemäß bestücken und genau, deswegen gibt es die meisten Objekte eben auch im Star Wars Feeling. Die sind super schön geworden, sehr detailliert, also passen thematisch perfekt dort rein. Auch die Kleidung ist wirklich toll. Für den Alltag natürlich nichts, aber ich meine, hey, diese etwas Gothic angehauchten Objekte und Kleidungsstücke aus Die Sims 4 Vampire stellt man sich auch nicht unbedingt im Vorstadthaus vor. Von daher ist es entsprechend so, dass tatsächlich auch diese Objekte sehr authentisch sind und das macht das Ganze eben auch wieder toll. Zum Gameplay, wie gesagt, kann ich noch nicht viel sagen. Da schaut euch am besten die Videos von Daniel an oder auch entsprechend von Misha, die das sehr, sehr viel besser Ganze durchgehen und euch das ganze Gameplay noch wesentlich besser zeigen können. Ich kann jetzt hier nur für den Baumodus sprechen und für den Cast und der ist, ich hätte es nicht anders erwartet, gut, wirklich gut. Die sind schöne Objekte dabei, es sind sehr detaillierte Objekte dabei, sehr passende Objekte dabei, also von daher passt das sehr. Es ist stimmig. Natürlich ist es nicht stimmig für ein Vorstadthäuschen, aber das war ja abzusehen, dass eben jetzt hier keine Vorstadtobjekte dabei mit herauskommen. Von daher, muss man einfach sagen, passt es vom Thema her, passt es. Genau. Das Thema, wie gesagt, an sich, darüber lässt sich streiten. Sicherlich wären andere Themen besser gewesen und sicherlich auch zum Frieden der Community besser gewesen. Aber was man nicht vergessen darf, ist letztendlich, nur weil jetzt Star Wars erschienen ist, heißt das nicht, dass irgendwann nicht doch nochmal ein Bauernhof-Pack erscheint oder nochmal eins für Autos oder für bessere Babys oder wie auch immer. Man muss nur zwei Sachen einfach beachten bei diesen Wünschen. Erstens, nicht alles passt eben in eine Gameplay-Pack rein. Also beispielsweise Hotels, Urlaub oder Bauernhof würde ich jetzt eher nicht als Gameplay-Pack sehen, sondern eher als große Erweiterung, weil es einfach sonst zu klein ist. Also ein Gameplay-Pack wäre zu klein für eine Bauernhof-Erweiterung. Von daher, wenn jetzt das Gameplay-Pack kommt und die Leute schreien nach Bauernhof, macht das relativ wenig Sinn, weil es einfach ja kein Gameplay-Pack werden würde. Das nächste ist eben entsprechend Themen wie bessere Babys oder Autos. Die müssen natürlich alle in einem Pack kommen, was thematisch passt. Also es macht keinen Sinn, bessere Babys zu implementieren und gleichzeitig kommt eine Star-Wars-Erweiterung. Also das zusammen mit einem Gameplay-Pack macht jetzt nicht so viel Sinn. Also bessere Babys hätte zum Beispiel bei Elternfreunden reingepasst. Das heißt, es muss jetzt auch erstmal wieder ein Erweiterungspack geben, was entsprechend thematisch passen würde. Und solange das eben noch nicht vorhanden ist, gibt es das auch eben nicht. Außer es würde es in einem Gratis-Update kommen, wovon ich jetzt erstmal nicht jetzt, ich würde es nicht ausschließen, dass das kommen könnte, aber man weiß es eben nicht.
Als nächstes wird angekündigt eine große Erweiterung. Das hat ja Simguru Lindsay entsprechend schon bestätigt. Dazu werden in den nächsten Wochen die Informationen kommen. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich vielleicht sogar noch dieses Jahr eine große Erweiterung bekommen werden. Es wird aber nicht Bauernhof, es wird nicht Urlaubsort, es wird auch nicht Reiseziele, Hotels, Autos, Pferde, bessere Babys. Weil das hat sie schon gesagt, dass diese viel gewünschten Themen, wo sie wissen, dass das viel gewünscht ist, nicht in der großen Erweiterung kommen wird. Aber vielleicht ja nächstes Jahr. Das weiß man dementsprechend nicht. Von daher ist es momentan relativ schwierig, jetzt so ein bisschen diese Stimmung auch in der Community zu reflektieren, zu schauen, wie funktioniert das alles. Vielleicht muss man Star Wars auch so ein bisschen eine Chance geben. Ich weiß es nicht. Schaut euch die Gameplay-Videos an von Daniel, von Misha etc. Schaut euch Videos an mit den Objekten. Dazu wird es jetzt in der nächsten Zeit genug geben. Und dann entscheidet euch, ist es euch das wert oder entsprechend nicht. Es wird auf jeden Fall nochmal einen Sale geben, keine Frage. Ob dann schon Star Wars mit da drin ist, weiß ich nicht. Kann man jetzt nicht sagen. Aber irgendwann wird es das sicherlich mal im Angebot geben. Ja, habe ich irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Ich muss noch mal kurz überlegen, aber ich glaube, soweit ist zu dem Pack erstmal im Großen und Ganzen das gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, was mir nochmal sehr wichtig war, war eben das Ansprechen, wie die Community reagiert hat, dass man eben sehr gerne natürlich seine Kritik äußern darf. Das dürft ihr auch bei meinen Videos immer wieder sehr gerne. Ihr dürft mir so oft Kritik äußern, wie ihr möchtet, weil nur so kann man tatsächlich auch besser werden, solange es eben entsprechend in einer vernünftigen Art und Weise passiert. Ansonsten, ja, diejenigen, die sich das Pack natürlich kaufen und auch schon spielen, dann wünsche ich natürlich super viel Spaß dabei und von euer Feedback ist natürlich auch sehr gerne gewünscht, weil nur so können die Unentschlossenen letztendlich noch entscheiden, ob sie sich das Spiel holen oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall für diejenigen, die wirklich sehr viel Spaß daran haben, weil es doch einige Star Wars Fans natürlich gibt. Sicherlich auch einige Fans, die vielleicht nicht speziell Star Wars mögen, aber so ein bisschen dieses Future, also dieses Sci-Fi-mäßige. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen reinschauen in die neuen Erweiterungen, in die neuen Objekte. Mal sehen, was wir alles dazu noch bauen können. Dieses hier ist jetzt erstmal ein Apartment gewesen, was so ein bisschen Star Wars als Thema hat. Nicht komplett Star Wars natürlich, aber wo Star Wars Fans drin wohnen. Das Ganze gibt es natürlich auch in der Galerie. Die EA-ID ist wie immer Eistierritter. Schaut auch sehr gerne in die Infobeschreibung rein. Dort habe ich euch alle Links zu mir verlinkt. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Apartment sagt, was ihr zu Star Wars sagt und das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin gespannt, ich freue mich und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! We'll be right back.